Wir schreiben das Jahr 1724. Im Auftrag des Markgrafen errichtet der Baudirektor Karl Friedrich von Zocher eine Kaserne zur Stationierung des markgräflichen Infanterieregiments. Die Zocher-Kaserne entsteht. Dieser Zeitpunkt begründet eine über 250 Jahre lange militärische Geschichte des Geländes an der Würzburger Straße. 1863. Hoch zu Ross, mit Lanze und Säbel bewaffnet. Elitesoldaten in farbenprächtigen Uniformen. Die Ulanen. Das königlich-bayerische 2. Ulanenregiment König war ein Kavallerieverband der Bayerischen Armee, welche ab 1863 auf dem Kasernengelände stationiert werden. Ihrer Namensherkunft alle Ehre machend, reiten die sogenannten tapferen Krieger von Ansbach aus in zahlreiche Schlachten. Ihren Mut beweisen die Ulanen unter anderem im Krieg gegen Preußen, Frankreich und im Ersten Weltkrieg. Sieg! 1935. Der Nationalsozialismus unter Hitler hat Deutschland bereits in seinem eisernen Griff. Statt der prachtvollen Reiter prägen nun Hakenkreuz und schwere Artillerie das Erscheinungsbild des Geländes. Mit der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht war die Kaserne ab 1935 unter anderem Unterkunft für die erste bespannte Abteilung des Artillerieregiments 53, das zur 6. Armee gehörte und in Stalingrad unterging. Unmittelbar nach Kriegsende entsteht auf dem ehemaligen Kasernengelände ein Lager für Displaced People. Die meisten von ihnen waren Zwangsarbeiter und Zwangsverschleppte unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Bis zu 1500 Menschen aus 14 verschiedenen Nationen finden hier nach Kriegsende einen Zufluchtsort. Ab 1951 beanspruchen die amerikanischen Streitkräfte das Gelände für sich und stationieren hier einen Teil ihrer Truppen. Erst als die US-Armee 1992 ihre erste Panzerdivision von dem zuletzt 12 Hektar großen Gelände der Hindenburg-Kaserne abzieht, geht das Gelände wieder zurück in den Besitz des Freistaates Bayern. Mit der Gründung der Hochschule Ansbach am 1. Mai 1996 endet die militärische Geschichte des einstigen Kasernengeländes, welche im Jahr 1724 ihren Anfang genommen hat. Heute studieren hier über 3000 Studenten in 28 verschiedenen Studiengängen aus den Bereichen Wirtschaft, Technik, Medien und Naturwissenschaften. Die bis heute erhaltenen Kasernengebäude im wilhelminischen Stil, welche um 1900 errichtet wurden, stehen heute unter Denkmalschutz und prägen maßgeblich das Erscheinungsbild der Hochschule. Auch wenn die Ulanen nicht mehr reiten, auf dem Kasernengelände keine Kommandolaute mehr erklingen und statt Pferden, Panzern und Soldaten nun Studenten hier ihren Platz eingenommen haben, bleibt die Vergangenheit spürbar und durchdringt noch heute das Gelände der Hochschule Ansbach.